Mein Bein tut leider immer noch weh. Also hier ist immer noch diese Verstauchung, Zerrung oder was auch immer drin. Ist ein bisschen nervig, weil eigentlich wollte ich heute wieder joggen. Es ist ja Montag. Und das werde ich jetzt nicht tun. Ich hoffe nur, dass ich nicht zu viel verloren habe. Weil das sind ja dann schon fast 2 Wochen, die ich nicht gelaufen bin. Das wird sich rächen. Erinnert ihr euch noch daran, dass ich meinen Akkuschrauber an Bosch zurückgeschickt habe, weil der kaputt war? Die haben mir ein Paket geschickt. Aha! Die haben mir das einfach zurückgeschickt. Ungeöffnet! Sehr geehrter Kunde, bitte beachten Sie bei eingesandten Geräten nachfolgende Punkte. Das von Ihnen eingeschickte Gerät ist kein Hausgerät und kann von uns nicht repariert werden. Bosch macht sich bei mir richtig unbeliebt. Es ist ja noch viel geiler. Ich habe das geschickt an die Bosch-Zentrale in München, an deren Geschäftsstelle. Das haben sie überklebt und die Geschäftsstelle hat es dann an den Kundendienst, an den Hausgeräte-Kundendienst geschickt und der Hausgeräte-Kundendienst hat es an mich zurückgeschickt mit diesem Standardschreiben, weil der Hausgeräte-Kundendienst nicht zuständig ist. Und alles, was ich wollte, ist, dass die Scheiße in den Müll schmeißen und nicht ich das entsorgen muss, weil es ein Elektrogerät ist. Ich glaube, ich gönne mir den Spaß und schicke das nochmal an die Geschäftsstelle. Diesmal aber in dem großen Karton. Der heutige Dienstag startete auf jeden Fall mit einer Rarität. Ich habe nämlich verschlafen. Das kommt richtig selten vor. Ich hoffe diese Woche ganz, ganz stark, dass ich das, was ich mir vorgenommen habe, auch schaffe. Der Countdown läuft. Ansonsten bin ich auf dem Weg nach Naumburg. Hier gibt es nämlich ein Treffen der bundesweiten Jugendsekretärinnen und Sekretäre. Und da mache ich ein paar Bilder. Genau, und das Schöne ist, es sind ganz, ganz viele Bekannte da. Franzi ist da, ganz ohne Karneval. Ja, endlich. Ja, ich bin auch am Start, ne? Hier. Das Hormon. Freut mich mit am meisten. Ja, mich freut es auch, den Ingo mal hier zu begrüßen, auf jeden Fall. Und trotzdem in Hessen. Ja, und trotzdem in Hessen. Linda ist auch da. Hi. Und ich bin fast ein bisschen enttäuscht, weil Linda, du hast mit denen unten nicht Baum und Bär gespielt. Ja, ich habe gestern der Katja vorgeschlagen, dass wir zusammen Baum und Bär spielen, aber Katja wollte es leider nicht. Ja, ich hätte es gerne mit denen gespielt. Vielleicht aber müssen wir sie morgen. Ach, du bist ja nicht mehr da. Nee, morgen bin ich nicht mehr. Aber du kannst es ja morgen machen mit denen. Imke, mit der ich letzte Woche Auto fahren musste, jetzt muss ich bei ihr pennen. Ich finde, es geht rasant. Gerade weil so viele Bekannte da sind, ist es dann total schwierig, hier noch nebenbei zu arbeiten. Das habe ich mir mal abgeschminkt. Es heißt also Abendgestaltung. Ich spiele Dutchball und ich kann nicht mitspielen. Are you listening? Damn. Dennis gehört auch zu denjenigen, die gerne was erledigt haben, bevor das Frühstück da ist. Ja, vor allem Sachen, die man im Internet machen muss, des Empfangs wegen. Es geht nämlich schneller, bevor die Leute kommen. Yeah. Uhr, ich bin zurück im Büro, super, und ich habe keine Ahnung, warum ich die Dinger trage. Hi. Geht's dir gut? Ja, sehr schön. Und dir, was macht dein Fußbein? Wie ihr ja eventuell wisst, befindet sich mein Büro bzw. Studio in den Kunstetagen Pankow. Und heute und morgen, also Samstag und Sonntag, ist hier offene Galerie. Das heißt, das ganze Haus ist Kunst. Manches davon kann aber auch weg. Wie dem auch sei, ich mache mal einen Schnellrundgang mit euch. Das Herz auch bricht, ewig verlorenes Lieb, ewig verlorenes Lieb, ich groll nicht. Das Ganze hat natürlich auch noch einen riesen Vorteil, denn direkt vor der Tür steht ein Burger-Truck. Ich zeig euch den mal. Und Eis haben sie auch. Und vor allen Dingen haben die eine richtige Kaffeemaschine hier. Dass jetzt ausgerechnet dieses Bild vor meinem Büro hängt, versuche ich mal nicht auf mich zu beziehen, denn leider konnte ich gestern nicht laufen, beziehungsweise habe mich gegen das Laufen entschieden. Und ich hoffe,
dass ich das heute nachhole. Heute am Samstag, weil gestern hat mein Bein noch so wehgetan, das war irgendwie kacke. Jetzt versuche ich das heute. Ich partizipiere auch, ich habe meine Kunst einfach an die Tür gehängt. So fucking what? Ich werde eine kurze, sehr kurze Runde versuchen zu laufen. Trotz Bein. Ich hoffe, das klappt. Los geht's. Ich habe das Gefühl, dass es dem Bein sehr gut getan hat. Ich glaube, das ist die Hauptsache. Auf jeden Fall hat es mir sehr gut getan. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. ja. Läuft. Bin ich ganz beruhigt. Also, der Anfang ist ein bisschen hart. Aber dann hat man den Schmerz weggelaufen und dann funktioniert es auch sehr, sehr gut. Von daher bin ich optimistisch für nächste Woche. Super. Sonntagmorgen, ich schnapp mir den ersten Zug nach Kassel, um nach Naumburg zu fahren. Da habe ich nächste Woche ein JV 1. Aber erstmal habe ich heute Morgen, also heute Vormittag, noch die Ehre mit der AG AV den Vormittag zu verbringen. Britta hat nämlich gestern extra via Facebook gefragt, ob sie tatsächlich mich um 8 Uhr abholen soll, weil es tatsächlich ja am Sonntagmorgen eine sehr ungewöhnliche Zeit ist. Ich versuche, diesen Ball da auf diesen Tisch zu kicken. Es klappt nicht. Naja, in Wirklichkeit rede ich eigentlich auch die ganze Zeit mit Echo. Hello. Aber ich glaube, die Woche ist offiziell vorbei. Tschüss, Woche.